Hallo und willkommen zurück zu Daily Tanks. Wir haben ja das Tok, wir haben ja den Toktober leider verpasst, also habe ich keinen Tok gekriegt. Dafür haben wir uns den Fury geholt gehabt. Und bei den derzeitigen Aufträgen könnt ihr. Bum, 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 wo haben wir es denn? Hier. Also tägliche Herausforderung ist 10-mal hintereinander. Also, was heißt hintereinander? Also 10 Gefechte am Tag zu gewinnen und unter den besten 10 Spielern zu sein. Und wenn ihr das diesen Monat 20 Mal macht, kriegt ihr 500.000 in den Hintern geschoben. Das ist doch eine schöne Sache. Dafür wollen wir auf jeden Fall spielen. Ansonsten gibt es noch einige Prozente auf Panzer und auf Tarnwerte, was auch natürlich nicht schlecht ist. Plus natürlich gibt es hier auch noch Teamgefechte, die eine Belohnung finden. Also von daher auch wieder ein schöner Monat, in dem man einiges abstauben kann. Also wollen wir uns mal wieder unserem Type T34 widmen. Haben wir auch schon lange nicht mehr gespielt. Müsste ich mal regelmäßig machen, damit ich mit dem Ding überhaupt mal weiterkomme. Aber da ich hauptsächlich eigentlich nur noch Platoon fahre, außer wenn ich die Videos hier mache, ist es nicht immer ganz einfach. Sind ja auch nicht immer dauerhaft irgendwelche Leute on, beziehungsweise die Leute, mit denen ich natürlich am liebsten spiele, weil ich mit denen super klarkomme und sowas. Das ist halt auch immer eine Sympathiesache, so ein bisschen. Man muss halt gucken, mit welchem anderen Spieler oder mit welchen zwei anderen Spielern man am besten zurechtkommt. Mit denen sollte man auf jeden Fall so oft es geht halt fahren. Das erhöht natürlich einerseits die WL, also die Gewinn-Verlier-Statistik, sowie als auch aber pusht es den Schaden und die Erfahrung ungemein, da man in einem abgesprochenen Platoon von drei Leuten wirklich richtig, richtig viel reißen kann. Man hat wesentlich mehr Möglichkeiten, sich vor allen Dingen abzusprechen. Zwischenzeitlich halt auch mal ein Arti-Platoon von drei Artis. Da kann man einzelne Gegner rausfokussen. Dann heißt es, gibt's auf Ansage, wird dann überlegt, wo kommen die Gegner ungefähr hin, wo kommen sie raus. Ich fahre hier gerade in meinen sicheren Tod, wenn ich hier weiterbleibe. Also ziehe ich mich noch ein Stück zurück. Keine Gun Depression whatsoever. Wir stellen uns mal ein bisschen rückwärtig hin, dass wir hier rüber gucken können. Sind hier sozusagen als Spotpunkt. So, Binox sind hoch. Tarnnetz auch. Das heißt, wir werden nicht sofort entdeckt. Und hier haben wir einen kleinen Kollegen, der sich hoffentlich vorne hinstellt. Nur in der Stadt sieht es semi-gut aus. Ich muss mal davon ausgehen, ich wurde gespottet. Panzer 1C dürfte nicht der einzige sein, der dort drüben rumlungert. Ja, wie erwartet, haben wir hier noch einen weiteren Panzer. So, ich will hier auf der Ecke vorsichtig sein. Wir sind hier wirklich nur zu zweit. Kette beschädigt, okay. Okay, der T25 dreht sich. Ich habe leider nicht genug Reichweite für die Stadt. Plus, ich werde von der Adi beschossen. Ah, das ist natürlich bitter. Weswegen ich mich weiter zurückziehe.
handlungsunfähig. Mhm. Das war's für uns. Raus hier. Okay, gucken wir doch mal, wo ist das? Wo ist unser Team? Gut, die pushen auf jeden Fall nach vorne. Gut, schreiben wir mal eben. Ups, Base. Also, natürlich in unserer Base. Wenn ihr den KV-1 aufgeraucht bekommen. Es steht noch relativ gleich. Unsere TDs stehen noch relativ gut. Der Arti wirkt immer noch. Die dürfte hier unten mittlerweile stehen. Er versucht sich hier zu verkrümeln. Ist gut, er hat den einen Panzer 4H auf der Ecke da erledigt. Das ist natürlich sehr gut. Wir stehen im Cap. Die Gegner müssen was tun. Das sieht nach einem Win aus. Der Fahrer ist geliefert, die Steuerung reagiert nicht mehr. Ah, den hättest du weg. Boah. Ist zerstört. Wir sitzen fest. Okay, der Churchill. T1 stellt sich natürlich seitlich zum Churchill. Geht doch. Gut, da ist die Grille. Versucht gerade für sich selbst zu spotten. Aber das ist auf jeden Fall gewonnen. Kein sonderlich berauschender Sieg. Aber es hat gereicht, die Gegner so lange auf der Flanke aufzuhalten, wie wir es getan haben. Um einen Win zu provozieren. Hat von den Erfahrungspunkten jetzt nicht sonderlich viel gebracht. Aber das ist ja auch egal. So, das neue Funkgerät holen wir uns auf jeden Fall auch. Mit der Zeit. Schauen, ob ich meinen Fahrkollegen überreden kann. Oder ob er überhaupt noch einen Stufe 5 Panzer hat. Werden wir dann sehen. So, weiter mit dem Chihe. Okay, das sind zwei äußerst tomatensuppenmäßige Teams. Ein bisschen Grünzeug dazwischen. Ein bisschen gelbe Paprika. Gut. Stufe 5 ist das höchste, wir sind Stufe 4. Also wir können ein wenig was reißen. T67 ist natürlich immer wieder ein bisschen kritisch. Die Gegner scheinen mehr Stufe 5 Panzer zu haben als wir. Warum auch immer. Bewegung! Aber das ist ja auch egal. Die Hauptsache ist, dass wir hier ein bisschen was gerissen kriegen und vor allen Dingen, dass wir am Ende des Tages dann gewinnen. Oder eher am Ende des Matches. Gut, wir haben einen Heavy. Die Gegner haben 4 Heavys. Also das würde ich schon fast als Matchmaking-Fail eingestehen. Und wir versuchen uns natürlich möglichst hier zu positionieren. Schieß ruhig auf mich.
Der ist abgelenkt. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. Das nutzen wir natürlich aus. So, jetzt kommt hier natürlich ein KV-1S rum. Wirkungstreffer. Ja, schade. Es gibt keine Art im Spiel. Möchte da nicht stehen bleiben. Ja, die Hauptsache ist, dass wir den schön beschäftigt halten. Bis die umkreist werden. Der ging nicht durch. Der ist abgeprallt. Die beschäftigen sich alle mit mir. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Gut, wir werden noch von irgendwas anderem beschossen. Ich glaube, das war der KV-1S. Der uns da gehittet hat. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Die sind komplett auf mich fokussiert, aber wir kriegen gleich Besuch von hinten. Okay. Es ist immer noch Gleichstand bei den KV-1S. Die sind natürlich schwierig rauszunehmen. Sie haben nicht mehr allzu viel Leben, aber dieses Leben reicht, um unserem Team eine schwere Zeit zu geben. Du kommst nicht durch. Weiter zurückziehen, hinter dir sind Steine. Okay, von da ist. Ah, es wird schwierig. Zwei KV-1-Esse im Gegnerteam. Ist natürlich immer ein bisschen kritisch. Der Churchill hat auch nicht mehr viel Suppe. Die Frage ist nur, kann dieser Type früh genug in den Cap Circle fahren? Und kann er sich gegen den T-67 und den Hetzer eventuell verteidigen? Die beiden KV-1S, den KV-1S und der KV-1, Entschuldigung, wenn die beiden raus sind, dürfte es auf jeden Fall einfacher werden. Jo, hau den raus. Nicht gerade, Entschuldigung, nicht gerade auf den zufahren. Ja. Der Churchill hat doch eigentlich super gute Panzerung. Kette wurde getroffen. Sie kann jeden Moment reißen. Nee, leider nicht. Die einzige Hoffnung ist, dass der Type durchcappen kann. Wobei ich da nicht unbedingt drauf wetten würde. So eine halbe Minute. Ich vermute mal, dass die Gegner komplett auf der anderen Seite sind. Ob
Bleib nicht stehen, der sieht dich, der zielt auf dich. Und verloren. Nein, noch nicht. Da ist der Hetzer. Hetzer hat noch volles Leben. Alles, was er tun muss, ist nur ein paar Sekunden. Gewonnen. Ah. Oh mein Gott. Wenn er nicht stehen geblieben wäre, der Hetzer, sondern durchgefahren und durch das Haus, hätten wir noch verlieren können. Und zwar sehr einfach sogar. Gut gespielt vom Typ, dass er sich zurückgezogen hat. Und schlecht gespielt vom Hetzer, der es einfach nicht realisiert hat, dass er durch das Haus einfach durchfahren kann. Sehr schön gemacht. Sehr, sehr schön gemacht. Verdienter Sieg für den Type. Wunderbar. Wollen wir doch mal gucken. Oh, womit wollen wir denn noch fahren? Haben wir doch nochmal einen 4502B raus. Mal gucken, was wir noch so kriegen. Okay, das dürfte nicht sonderlich einfach werden. GW Tiger, toll. Und dann noch ein M53, M55, das ist echt schon hart. Diesen beiden Artis gegenüber zu stehen. Dafür haben wir allerdings eine Bad Chat und ein FV. Und mit 200mm Frontpanzerung werde ich mich definitiv auf unsere linke Flanke begeben. Los geht's! So, wie sieht das Ganze denn aus? E75, Leopard, Object, die beiden Artis. Bei uns ist es Jagdtiger, DSU und die beiden Bad Chats. Die Bad Chat und RV. Und natürlich meine Wenigkeit. Löwe ist auch immer so eine tolle Sache. Die frontale Turmpanzerung von dem Ding ist einfach nur abartig. Dafür haben wir dann den T-34 im Gegenzug. Der T-29 hat sich auf die andere Flanke verpieselt. So. Das einzige Blöde hier auf dieser Seite ist, dass ich meine Kommandoeinstiegsluke dem Gegner mehr oder weniger präsentieren muss. Weil ich wegen der Artillerie auf jeden Fall hier auf die Seite fahre. Da ist der E75. Danke. Ja, hat er mir die Kommando-Einstiegsluke gezeigt. Ja, verschossen leider. Okay, der Löwe ist noch weiter hinten. Die Frage ist nur, wie lange noch, bis er realisiert, dass er weiter vorfahren kann. Sieht bis jetzt einigermaßen gut aus. Ich kann
kann diese Flanke hier alleine halten. Wirkungstreffer. Deutsche Genauigkeit, ne? Ich sag's ja. Gut, jetzt haben wir da unten den Löwen. Wirkungstreffer. Er wurde getroffen. Sie kann jeden Moment reißen. Der sich natürlich zur Aufgabe macht, mich hier aufzurauchen. Jetzt versucht mich auch noch ein Waffenträger zu flankieren. Gut. Die Gefahr von da hinten ist schon mal gebannt. Jetzt ist es nur noch der Löwe und der Waffenträger. Die andere Flanke kümmert sich um den Rest. Der Leopard, der ist natürlich noch ein riesiges Problem. Aber ich gehe einfach mal davon aus, dass da hinten noch ein zweiter Waffenträger gammelt. Der wurde nämlich bis jetzt noch nicht gespottet. Das ist das Problem bei der Sache. Ich gehe auch mal davon aus, dass da hinten noch ein Tiger P rumlungert. Ja. Also hier oben, hier unten ist Löwe, der eine Waffenträger. Der andere Waffenträger ist garantiert da hinten. Genauso wie der Tiger P. Wurde gespottet. Ich vermute einfach mal vom Waffenträger. Kette verloren. Wir sind bewegungsunfähig. Ja, die Arti zielt sich ein. Kette wieder funktionstüchtig. Los geht's. Ich gehe einfach mal davon aus, dass da drüben der Löwe ist, der mich spottet. Seine Kette abgeschossen. Wir stecken fest. Da ist er doch auch. Das Problem ist nur, solange er nicht gespottet ist, kann ich auch nichts gegen ihn tun. Tja, was machen wir denn da? Ja, gucken wir doch mal. 600 noch was Schaden. Ein paar Millimeter, das reicht. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. So, das war die Art, das war der Waffenträger. Switchen wir mal zurück. Das muss wehtun. Ja, das muss wehtun, bringt mir allerdings nicht allzu viel. Gut, wir bringen uns eine Stellung. Erwischt. Gut, weiter vor möchte ich jetzt erstmal nicht. Ich muss abwarten, bis die Arti eventuell geschossen hat. Okay, ein Rheinmetall-Waffenträger, zwei Artis, Zeit wieder auf... Ah, und der Tiger P ist ja auch noch irgendwo. Zeit wieder auf HE zu switchen. Ich denke mal, der Tiger P ist in der Base. Da hinten ist er.
Buja. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. So, damit war es nur der Rheinmetall, der da hinten steht. Auf den ich aber von hier aus keinen Schuss habe. Außer natürlich, er fährt runter. Ah, okay. Sehr schönes Spiel. Muss ich ja zugeben. 4700 Schaden. Wow. Wirklich wow. Oh. Ah, aber leider nur First Class. Also erster Klasse Abzeichen. Überlegenheitsabzeichen. Ich brauche immer noch mein Meisterschaftsabzeichen. Aber, Wachposten. 6 Fahrzeuge aufklären, die dadurch vom Team beschädigt werden. Großkaliber, Panzermeisterschütze. Was ist ein Panzermeisterschütze? Meisten Schaden über eine Distanz von 300 Meter. Schön. Oh wow, die Hälfte des Schadens über 300 Meter. Also sowas könnt ihr dann abziehen mit einem VK-45. Ihr könnt sowas auch in Stufe 9 Gefechten abziehen. Also in komplett Stufe 9 Gefechten. Da ist es allerdings ein bisschen schwerer. Also ein bisschen sehr viel schwerer. Die Leute auf Stufe 9 haben eher die Angewohnheit, zu Premium-Munition zu wechseln, wenn sie irgendwo nicht durchkommen, als die Stufe 8er oder die Stufe 7er, weil sich das bei denen eventuell nicht lohnt. Das war doch mal eine sehr, sehr schöne Runde. Cool. Moment. Ja, das wär's dann für heute wieder. Das nächste Mal sehen wir uns dann am Montag, wenn es weitergeht mit Daily Tanks. Also bis dahin, ciao, ciao.